Kuckuck, hier kommt das Vögelchen. Wie soll man bei dem Radau arbeiten? Ich hätte gerne ein Kilo Bananen, bitte. Wo sind die? Wunderbar! Was? Diebe, aber das ist sensationell. Sehen Sie, alle meine Bananen sind weg. Geklaut, heute Nacht. Aber wer macht denn so etwas? Na, ein Bananendieb. Wer sonst? Hä? Hm? Oh, du warst es. Du hast heute Nacht die Bananen geklaut. Alibaba? Wieso Alibaba? Wer soll es sonst gewesen sein? Wie kann Alibaba nachts in das Kaufhaus gekommen sein? Der Lüftungsschacht. Sieht doch jedes Kind, dass ein Affe da durchkommen kann. Wenn Sie das wirklich allen Ernstes behaupten wollen, dann müssen Sie mir aber auch erklären, warum dieses Geld hier liegt, Herr Gernegroß. Das hat mir das, die Dame hat's hingelegt. Nein, das stimmt nicht. Ich habe noch nicht bezahlt, Herr Gernegroß. Sehen Sie? Fitzelfassel, der dumme Affe ist der Bananendieb. Sonst braucht doch niemand so viele Bananen auf einmal. Oh! Unsinn. Für diese Behauptung haben Sie doch keine Beweise. Die Beweise werde ich finden. Da ist sicher was drin versteckt. Hey, was machen Sie denn da? Sehen Sie hier! Reicht der Beweis? Alibaba hat die gestern geschenkt gekriegt. Das stimmt. Ich hab's gesehen. Ach ja, wirklich? Das soll die Polizei entscheiden. Bananendieb! Ich höre immer nur Bananendieb! Ah, was für ein albernes Theater! Hier spielt die Musik! Unverschämtheit! Die Murmeln sind weg! Wer hat meine Murmeln geklaut? Hilfe, ein Murmeldieb! Hilfe, Polizei! Tja, ja. Ein Bananendieb. Richtig, doch Alibaba war's nicht. Und wo ist diese tatverdächtige Affenperson? Keine Ahnung. Da ist er. Er hat sich versteckt. Tut mir leid, der Affe muss ins Tierheim, solange bis der Fall geklärt ist. Aber Sie können ihn mir doch nicht einfach wegnehmen. Na, komm mal her. Jetzt nehmen wir erstmal deine Fingerabdrücke und dann machen wir ein Foto von dir. Aber mein Alibaba, mein armer Alibaba. Skandalös! Da schreibe ich einen Artikel, der sich gewaschen hat. Die Wahrheit wird auf jeden Fall rauskommen, Frau Kolumna. Dafür werde ich sorgen. Tada! Ich werde meinen gemeinen Murmeldieb selbst fangen und hab schon mal diese Dinger hier besorgt. Seht ihr? Oberinspektor Gulliver hat unbarmherzig zugeschlagen. Der Schlüssel. Ich hab keinen Schlüssel. Die Qualität lässt heute zu wünschen übrig. Fahrende Musiker mag er gerne groß überhaupt nicht. Ich glaube, wir sind ihm unheimlich. Deshalb denkt er auch, Alibaba wäre ein Dieb. Wie können wir denn nur Alibabas Unschuld beweisen?